Hallo ihr Lieben, ja, ich möchte euch noch ein Orakel für euch reingeben heute. Und zwar, was kommt und was geht. Und genau, ich werde jetzt gleich loslegen. Ich möchte mich nochmal bei allen von euch ganz herzlich bedanken für jedes Like, für jedes Kommentar, für jedes Abo, was ihr mir da lasst. Vielen, vielen lieben Dank. Und natürlich begrüße ich auch alle neuen Zuschauer. Und würde sagen, wir starten jetzt gleich. Bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading. Es kann nicht auf jeden zutreffen. Spürt euch hinein, womit ihr in Resonanz gehen könnt. Das Reading ist zeitlos. Das bedeutet dann, wenn du es findest, kann es für dich eine Bedeutung haben. Und ich spreche mal aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Also falls du mir jetzt Mann zuschaust, drehst du dir bitte um. Und es kann hier auch um jemand anderen gehen als den Herzensmenschen, da spürt euch einfach rein. Also, wir schauen jetzt mal, was kommt. Was kommt? Oh, die 9 der Kelche sind schon mal gefallen. Oh, die 7 der Schwerter. Was kommt? Und die 6 der Stäbe. Also was ich hier schon sehe, ist, dass es hier tatsächlich um eine Situation geht, was hier kommt. Könnte sein, dass du es hier mit jemandem zu tun hast, der hier so ein bisschen, ja, so ein Player ist tatsächlich. Also du könntest hier momentan mit jemandem zu tun haben, der sehr... ja, sehr ein Bild von sich zeigt im Endeffekt, das gefällt mir eigentlich auch überhaupt nicht, ja, was er einfach nicht darstellt, ja. Ich sehe hier Treffen und Begegnungen, ich sehe, dass du hier absolut irgendwie das Gefühl haben wirst, das ist deine Wunscherfüllung, aber ich sehe, hier spielt jemand tatsächlich nicht mit ehrlichen Karten. Hier geht es auch darum, dass man hier sich selbst irgendwie beweisen will, dass man vielleicht dich bekommen kann. Das ist eine Sache, die ich hier sehe. Wir vertiefen das jetzt aber ein bisschen. Ich möchte hier gerne auf die 7 der Schwerter meine Klärung haben. Den Page der Schwerter. Also es kann sein für die einen oder anderen, dass du hier ein Treffen haben wirst mit einer Person, die sich immer wieder zurückgezogen hat und die dich, sage ich mal, auch immer wieder beobachtet hat, ja, die auch immer wieder das Gefühl hatte, dass sie dich auf jeden Fall erobern kann. Mit dem Page der Schwerter nehme ich so wahr, dass du hier mit dieser Person über genau dieses Thema sprechen wirst, ja. Hier wird es eventuell auch zu ein paar Unstimmigkeiten kommen, hier wird man vielleicht auch diskutieren über das ein oder andere. Und es kann sein, dass das jetzt momentan auf dich oder dass das jetzt in dein Leben demnächst kommen wird, ja. Es kann auch sein, dass du dich von jemandem zurückgezogen hast, dass du hier nicht so ganz ehrlich warst. Das kann auch sein. Und dass du hier eine Situation stark beobachtest, ja. Also das ist jetzt hier, da müsst ihr für euch reinspüren, wie es für euch stimmig ist. Auf die 9 der Kelche bitte nochmal eine Klärung. Ja, hier kommt jemand sehr plötzlich um die Ecke. Jemand, der vielleicht sich wirklich aus deinem Leben immer wieder rausgezogen hat, der auch, wo du auch genau weißt, da waren Unehrlichkeiten. Das war jemand, also die 7 der Schwerter ist die typische Verpisserkarte bei mir, ja. Also man macht sich aus dem Staub, man meldet sich nicht mehr. Und ich glaube, dass du hier Wünsche ans Universum auch gegeben hast, ja, dass du mit dieser Person vielleicht nochmal in den Kontakt kommst, dass es hier eine Aussprache eventuell auch gibt. Und ich sehe diese Aussprache, aber ich sehe auch, dass jemand hier so ein bisschen so eine Playerrolle spielt, ja. Also jemand, der sein wahres Gesicht einfach auch nicht dir gegenüber präsentiert. Und dieser Mensch könnte tatsächlich, ja, ganz plötzlich wieder auftauchen, könnte plötzlich, sage ich mal, wieder auf dich zurauschen, wo du auch merkst, dass du irgendwie mit dieser Situation vielleicht auch ein Stück weit überfordert bist, das kriege ich hier rein. Ja, und es ist so, dass man hier wirklich so ein bisschen sich selber auch beweisen will, dass man wieder bei dir landen kann, ja. Also das ist hier irgendwie echt gar nicht so toll, was hier liegt, muss ich sagen.
auf die Sechs der Stäbe nochmal eine Klärung. Es ist der König der Münzen, ja, also es ist eigentlich so, der König der Münzen steht hier schon für eine verlässliche Person, für eine vertrauenswürdige Person, für eine wertschätzende Person. Ich habe hier aber als zentrales Thema die Sieben der Schwerter. Ja, die kann ich jetzt nicht außen vor lassen. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass hier sich jemand selber irgendwie beweisen möchte, dass man wieder mit dir in den Kontakt treten kann, dass man mit dir Dinge klären kann. Ja, der König der Münzen ist das Element Erde. Das ist, Jungfrau, Stier oder Steinbock, ja, vom Sternzeichen. Ich habe auch das Gefühl, es kann auch sein für einige von euch, dass du diesen Menschen tatsächlich eine Absage erteilt hast, ja, in der Vergangenheit, dass dieser Mensch dachte, man kriegt dich hier wieder irgendwie rum, ja. Ich habe auch das Gefühl, dieser Mensch, wie gesagt, der verbirgt etwas tief vergraben in sich. Der zeigt dir nicht seine ehrliche Fassade, ja. Die Neuner Kelche liegt hier nicht ohne Grund. Das zeigt mir schon, dass dieser Mensch irgendwelche Gefühle hat oder eben, dass du, wie gesagt, vielleicht auch diejenige bist, die gesagt hat, nee, ich gehe jetzt in meine Wunscherfüllung. Hier gab es zu viel Streit, hier gab es immer wieder Ärger, hier gab es Missverständnisse, was ich sehe. Vielleicht auch aufgrund von Rückzug, das kann jetzt dich betreffen, das kann aber auch dein Gegenüber betreffen. Was ich hier sehe, ist, dass hier jemand sehr plötzlich wieder vor deiner Türe steht, beziehungsweise also den Kontakt aufnimmt, ja. Sei es jetzt in schriftlicher Form, Telefonat oder wie auch immer. Hier sehe ich eine Kontaktaufnahme. Dieser Mensch hat dich lange beobachtet, vielleicht auch über das Internet, was ich reinkriege, ja. Und ich habe das Gefühl, das wird so ein bisschen sehr überraschend für dich passieren, ja. Und dieser Mensch hat wirklich die feste Absicht, dich wieder zu erobern. Also es kann auch sein, dass du tatsächlich diesen Menschen einfach komplett misstraust, ja, weil in der Vergangenheit Dinge vorgefallen sind. Wir müssen jetzt mal schauen, wie das hier weitergeht, weil ich will wissen, ob dieser Mensch wirklich ehrliche Absichten hat. Als König der Münzen, muss ich schon sagen, ist der ziemlich vertrauenswürdig, ja. Das ist so ein bisschen ambivalent hier gerade. Und um es besser zu verstehen, gehe ich mal ein bisschen tiefer rein. Zum König der Münzen kurz noch gesagt, das ist ein Mensch, der Wert auf Stabilität und Sicherheit legt, ja, und das ist auch ein Mensch, der seinen Fokus tatsächlich auch auf materielle Werte legt, ja. Es ist jemand, glaube ich, der sehr langsam, sehr ruhig ist, ja, ein sehr ruhiger Vertreter und hat hier aber schon die Leidenschaft in sich, also der kann auch anders. Das ist hier ein ganz ambivalentes Kartenbild, finde ich persönlich, oder habe ich so im Gefühl, ja, und er ist auch sehr fleißig, muss ich sagen. Das ist ein arbeitsamer Mensch. Es ist jemand, der Wert auch auf Familie legt tatsächlich und der auch dir etwas bieten möchte, wenn er sich jetzt für dich entscheidet. Ja, also der König der Münzen, wie gesagt, das ist auch einer, der einen Status nach außen hat. Ja, und genau. Ein gewisses Ansehen einfach auch hat, ja. So, jetzt schauen wir mal ein bisschen tiefer. Was kommt denn hier mit diesem König der Münzen noch? Hier ist noch der König der Stäbe gefallen. Also es kann sein, dass du hier tatsächlich mit zwei Menschen zu tun hast oder dieser Mensch tatsächlich diese beiden Elemente in sich trägt, das Feuer und die Erde. Ja, König der Stäbe ist Feuerelement, Löwe, Widder oder Schütze. Und das ist so, dieser Mensch ist sehr attraktiv, sehr charmant, ist jemand, der auch weiß, was er möchte, sehr zielstrebig ist, selbstbewusst ist, der weiß auch, welche Knöpfe er drücken muss, er ist sehr flirty unterwegs, ja. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass es sich hier um ein und dieselbe Person handelt, die einfach der Meinung ist, dass man dich definitiv wieder erobern kann, ja, mit den richtigen Knöpfen, die man drückt. Andersrum kann es sein, dass du natürlich zwischen diesen zwei Menschen stehst und du jetzt jemand Neues auch kennengelernt hast, ja, und
Ja, ich habe das Gefühl, dass du hier, wie gesagt, Treffen und Begegnungen mit dieser Person haben wirst. Ja, es kann auch sein, dass du jetzt einen neuen Menschen kennenlernst und du siehst, dass dieser Mensch dich super wertschätzend einfach behandelt. Ja, da seid ihr jetzt jeder in einer anderen Situation. Da müsst ihr jetzt reinspüren für euch, was dafür stimmig ist. Für mich kommt es hier ganz stark so rüber, als ob wir hier eine Person haben, die eben genau diese beiden Elemente in sich trägt, ja. Jemand, der schon sehr bodenständig ist, aber der eben auch gerne schaut, wo das Gras grüner ist. Und mit den sieben der Schwerter habe ich das Gefühl, dass man das vielleicht in der Vergangenheit auch getan hat, ja. Und dass es dadurch auch immer wieder zu Streitereien zwischen euch kam einfach. Und dieser Mensch hat oder zeigt nicht die ehrliche Fassade, Quatsch, die ehrliche Fassade, die ehrlichen Gefühle, sondern er zeigt eine Fassade von sich, ja. Also er will sich ja auch selbst was beweisen, ganz ehrlich. Also das ist hier jemand, das ist auch so ein typischer Player hier so. Okay, was sollen wir denn dazu noch wissen? Das ist jemand auch, der auf seine Meinung beharrt. Der wird dir auch wahrscheinlich erzählen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn du dich mit ihm triffst, du stimmst zumindest ein, ja, weil du sagst, okay, es gibt jetzt keinen Grund, dass ich mich nicht mit ihm treffe. Eine Aussprache oder so habe ich mir auch gewünscht. Du triffst dich mit ihm und er erzählt dir halt, nein, das habe ich überhaupt nicht gemacht und ich habe gar nicht geguckt, wo das Gras grüner ist und all so eine Sachen, ja. Also der labert hier dir das Blaue vom Himmel. Er steht hier auch für seine Meinung ein mit den sieben der Stäben, ja. Und es ist auch so, dass dieser Mensch absolut in die Verteidigung geht. Er sieht hier keine Fehler. Das sehe ich hier einfach. Er sieht keine Fehler. Er fühlt sich angegriffen, ja, von alles und jedem. Jeder möchte vielleicht was von ihm. Und es ist einfach so, dass hier dieser Mensch, wie gesagt, ja, einfach so ein bisschen in so einen Schutzmodus geht, ja, weil er denkt, das ist die richtige Art und Weise. Und er sieht hier keine Fehler ein. Das muss ich leider so sagen. Okay. Der Hierophant ist gefallen. Ja, es geht hier darum, dass er lernen soll, Sicherheit und Stabilität zu vermitteln. Dass er lernen soll, verlässlich zu werden. Dass er lernen soll, etwas zu kommunizieren, ja, was einfach Hand und Fuß hat und nicht irgendein Blaues vom Himmel zu erzählen. Weil ich sehe, dass hier ein Treffen auf dich zukommt mit einer Person oder jedenfalls eine Person davon, die wirklich nicht ehrlich zu dir ist, ja. Und ich habe das Gefühl ganz stark, es geht hier nur um eine Person. Wenn du jetzt jemanden Neues kennenlernst auch und der verhält sich dir gegenüber komisch, wo du ein komisches Gefühl hast, höre bitte auf deine Intuition, ja. Weil wir haben hier den Hierophanten, hier gibt es etwas zu lernen. Ich habe auch das Gefühl, dass das hier wirklich ein großes Lernthema ist, auch von ihm, ja, weil ist jemand, der sich um Kopf und Kragen auch redet, ja. Also der wird es vielleicht, er denkt, du raffst es nicht, aber du verstehst es vielleicht vom Verstand in dem Moment nicht, aber du spürst es, ja, du spürst, dass irgendwas nicht richtig ist. Und ich sehe, dass dieser Mensch eben wirklich absolut der Meinung ist, dass er hier im Recht ist und nichts wirklich einsieht. Also er verteidigt sich, ja. Gut, was sollen wir hier noch wissen? Ja. Es ist ein Mensch, wahrscheinlich, ich sag ja, ich glaube wirklich, dass ihr diesen Menschen hier kennt. Es geht hier auch nicht so wirklich, glaube ich, also natürlich können einige von euch den jetzt neu kennenlernen und du merkst es schon. Aber ich habe hier die Fünf der Schwerter. Das zeigt einfach auch an, dass du hier schon von diesen Menschen wahrscheinlich verletzt worden bist. Ja, man hat dir hier vielleicht sogar mehrfach das Messer in den Rücken gerammt. Ja, man hat noch geguckt, du stehst noch.
Und vielleicht hat man diesen Zyklus immer wieder wiederholt, ja. Und man hat hier einfach nicht gelernt, ja, vernünftig, vertrauensvoll und loyal dir gegenüberzutreten, sondern das, was er gemacht hat, ist hier zu seinem eigenen Vorteil gekommen. Er wollte sich hier was beweisen oder er versucht sich hier etwas zu beweisen. Und er hat dich hier mehrfach verletzt und hier geht es auch darum, dass du genauso in deinen Wert kommst, ja, dass du diese Dinge mit dir eben nicht mehr machen lässt und nicht wieder, sag ich mal, noch ein drittes Schwert in den Rücken gerammt kriegst, ja. Okay, was kommt denn da noch? Also es könnte auch wirklich sein, dass er dich hier tatsächlich auch wieder verletzt, dass man hier noch eine Runde dreht. Also ich kann es leider nicht anders sagen, weil wir haben hier, dass er sieht nichts ein, ja, das ist das Problem, er sieht hier nichts ein. Ja, die drei der Stäbe, also es ist wahrscheinlich in der Vergangenheit schon vorgefallen, dass immer wieder diese Verletzungen kamen, ja, so kriege ich es hier ganz stark rein. Und dass du schon einen langen Weg gegangen bist. Immer wieder gab es irgendwelche Hindernisse hier auf diesem Weg, ja. Und jetzt fängt es an, was die Karten dir sagen möchten, dass du darfst das Licht am Ende dieses Weges jetzt sehen, ja. Diese Verletzungen sollen aufhören. Du sollst hier auf deine Intuition hören. Du sollst in deinen Selbstwert kommen. Du sollst dir auch manifestieren, was du dir wünschst, ja. Hier geht es ganz stark auch um eine Lernaufgabe. Vielleicht warst du auch trotz dieser Verletzungen immer wieder positiv, ja. Und du hast hier aber auch, oder du sollst hier wirklich für dich in deine Stabilität finden. Das ist hier wirklich ganz wichtig. Und höre hier bitte auf dein Bauchgefühl. Das ist noch wichtiger, was die Karten dir hier sagen wollen. Weil hier ist ein Mensch, der wirklich nicht einfach ist. Ja, wir haben hier diese Empress, das ist die Herrscherin. Du hast alles, ja, du stehst auf nährbarem Boden. Du darfst in deine Zukunft positiv denken, ja. Du darfst dir deine Zukunft positiv ausmalen. Du hast einen langen Weg hinter dich gebracht. Vielleicht bist du jetzt auch schon zur Herrscherin geworden. Ansonsten sollst du genau diesen Weg einschlagen. Das, was ich gerade schon gesagt habe. Komm in deinen Selbstwert. Ja, du bist eine tolle Frau. Du hast alles. Ja, du hast alle vier Elemente bei dir. Luft, Feuer, Erde und Wasser. Du bist auf stabilen Grund. Ja, du hast die Möglichkeit, Neues zu erschaffen. Das ist vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen ist das jetzt ein Hinweis, dass du hier auch einen neuen Weg für dich gehen wirst. Du verlässt diesen alten Zyklus, diese alten Verletzungen. Hier geht es auch darum, dass ich hier, ich kriege das so rein mit diesen drei Karten, dass du hier, wie gesagt, zum einen alten Weg verlässt und zum anderen ist es so, dass du hier auch ein Karma damit auflöst, ja, mit dem Hierophanten, was ich hier reinbekomme. Und er muss hier etwas lernen. Es ist wirklich so. Er muss hier lernen, in seine Stabilität zu kommen und auch zu begreifen, wo will er eigentlich hin im Leben, ja? Weil ich sehe, dass dieser Mensch komplette Konflikte in sich selbst trägt. Im Endeffekt wünscht man sich hier das Treffen mit dir, aber ich sehe hier bei dieser Kartenlegung leider wirklich nur jemanden, der momentan auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Ja, und du bist eine tolle Frau für den. Du bist auch anziehend, du bist sexuell vor allen Dingen auch anziehend für diesen Menschen. Du hast auch alles, was eine Frau haben muss für diesen Menschen. Trotzdem streitet er sich innerlich, ja. Und das ist seine Lernaufgabe, weil er denkt hier, das ist ja alles so richtig gelaufen, wie er es in der Vergangenheit gemacht hat. Weil es kann auch sein, dass das schon teilweise in der Vergangenheit ist und dass du jetzt mit diesen Menschen wieder konfrontiert wirst, ja. Das ist das, was ich hier reinkriege. Okay, ich möchte jetzt wissen, was wird denn gehen? Was geht aus deinem Leben? Ritter der Stäbe ist gefallen. Ja, was geht aus deinem Leben? Ich mache mal die Karten hier an die Seite, weil ich habe hier nicht so viel Platz heute.
Ja, was geht aus deinem Leben? Der Ritter der Stäbe. The Unknown Card. Und die Königin der Münzen. Ja, ich kriege hier ganz klar eine Botschaft rein. Und zwar, was hier aus deinem Leben geht, ist, du wirst hier zu dieser Herrscherin, was ich eben schon gesagt habe. Entweder bist du da schon oder du wirst da jetzt hinkommen. Du hast in der Vergangenheit oder jetzt erkennst du deinen Wert. Du hast deinen Wert nicht erkannt. Du hast dich unter Wert verkauft, was ich hier reinbekomme. Vielleicht hast du hier das Betthäschen gespielt. Ja, du hast hier vielleicht auch deiner Leidenschaft tatsächlich immer wieder den, ich komme nicht drauf. Wie immer quasi. Du hast deiner Leidenschaft freien Lauf gelassen, so, und das tust du nicht mehr. Ja, also das, was jetzt wirklich geht, ist auch, dass du dich vielleicht nur noch um Arbeit kümmerst, dass du dich ablenkst, ja, dass du vielleicht auch dich manipulieren lässt, ja, dass du hier vielleicht immer wieder, also vielleicht bist du ein Kandidat auch, die von morgens bis abends YouTube-Videos schaut oder Orakel schaut oder so, das kriege ich auch tatsächlich rein, dass du das nicht mehr tun wirst, ja, du hast einfach für dich etwas erkannt, du bekommst hier eine Erkenntnis und auch diese leidenschaftlichen Geschichten, Affären, Gedöns und das alles, das willst du nicht mehr, ja. Ich habe auch das Gefühl, dass du das gar nicht so bewusst tatsächlich wahrnimmst, in was oder inwieweit du dich zu einer Herrscherin entwickelst, ja, weil wir so Unknown Card haben. Ich kriege hier wirklich rein, dass du gar nicht das wirklich so bewusst wahrnimmst, aber du tust es irgendwie automatisch. Das passiert bei dir, weil du in einem Prozess bist, ja, und das vielleicht auch schon lange mit dir machen lassen hast. Vielleicht bist du immer wieder an denselben Typ Mann geraten, ja, und du hast dich vielleicht auch immer wieder so auf so, ja, das hier ist so typisch Affärenkarte, One-Night-Stands, ja, so eine Scheiße halt. Und ja, das bringt dich irgendwann nicht weiter, wenn du wirklich in deine emotionale Erfüllung gehen willst, ne? Das ist jetzt auch klar, wenn du jetzt sagst, nö, ich bin aber der Typ für One-Night-Stands oder für Affären, ja, dann ist das dir freigestellt. Also ich verurteile da niemanden, um Gottes Willen. Ich sehe nur, hier geht genau das raus, ja. Also du hast keinen Bock mehr, das Betthäschen zu spielen, du hast deinen Wert erkannt. Du gehst jetzt den Weg der Herrscherin, ob bewusst oder unbewusst, ist scheißegal im Endeffekt, aber du gehst diesen Weg. Und das Schöne ist, wie gesagt, dass du auch ein Stück weit loslässt, ja. Ich habe auch das Gefühl mit der anderen Card, wie gesagt, dass du aufhörst, ständig dir irgendwas reinzupfeifen über den Menschen, ja, um den es dir geht. Denn du hast hier eine Erkenntnis bekommen, tatsächlich. Okay, was geht denn noch aus deinem Leben? Das Ass der Münzen, haha, okay, die vier der Münzen. Ja. Das ist sehr schön. Also was hier noch geht, ist, du hast hier festgefahrene Gedankenstrukturen gehabt. Du konntest vielleicht auch lange keine Entscheidung treffen. Ja, du hast vielleicht lange gezögert, hier auch eine Situation zu verlassen, weil du hier eine riesengroße Chance für dich gesehen hast. Ja, und du hast halt irgendwie geglaubt, dass dieser Mensch vielleicht auch über Sexualität also deinen Wert erkennt, dass du ihm sexuell, ich kriege hier wirklich rein, dass du ihn sexuell befriedigst und dass er deswegen in deine Richtung kommt oder sich für dich entscheidet. Das hat er aber nicht getan. Und auch diese alten Gedankenstrukturen, die lässt du los und auch alles andere. Ja, vielleicht warst du immer total verbissen und wolltest an allem festhalten. Sei es vielleicht an deiner Häuslichkeit oder an deinem Beruf oder. Ja, du hattest gewisse Prinzipien. Ja, sei es wie ein Mann sein muss, bestes Beispiel, der muss jetzt 1,80 groß sein und blonde Haare haben und blaue Augen, ja, und genau das ist dir jetzt scheißegal, also du haust ab von diesen festgefahrenen Gedankenstrukturen, du lässt fließen, ja, das ist auch das, weil du hast als die Herrscherin, hast du die Möglichkeiten, auch gewisse Dinge wirklich
zu verändern. Und ich habe das Gefühl, genau das passiert jetzt auch oder es wird jetzt demnächst passieren, denn diese Unentschlossenheit, das geht raus, das Festgefahrene geht raus, das Betthäschengespiele geht raus, ja. Und wie gesagt, ich glaube noch nicht mal, dass du es selber so ganz bewusst wahrnimmst, sondern das passiert so ein bisschen auch unterbewusst. Und du triffst auch klare Entscheidungen. Also du triffst wirklich klare Entscheidungen und du weißt, wo du hin willst. Ja, auch das Rumgeeiere geht raus. Also vielleicht hast du rumgeeiert. Ihr Lieben, das kann natürlich auch alles auf irgendeine Person, mit der ihr es zu tun habt, hier passen, ne, was jetzt geht. Dass dieser Mensch eben genau diese Dinge auch lässt, ja. Manchmal spiegelt man sich, da musst du dann auch mal schauen, da müsst ihr jetzt für euch reinspielen. Ich nehme es aber stark wahr, dass das, wie gesagt, dass das du bist, weil ich ja auch gefragt habe, was aus deinem Leben eben geht. Hier ist auch dieses Rumjongliere mit der Liebe, vielleicht standst du hier vor einer Option, vielleicht, wie gesagt, du konntest keine Entscheidung treffen, du stehst vielleicht zwischen zwei Männern, du warst festgefahren, deine Situation war festgefahren, das alles geht raus, ja, hier wird sich für die Liebe entschieden, wenn auch für die Selbstliebe tatsächlich, ja, also es kann auch sein, dass du sagst, ich habe gar keinen Bock mehr momentan auf Männer, das kann auch sein, ja, dass du einfach sagst, mir reicht's jetzt oder auch Seelenpartner hin oder her. Hier tut sich nichts, ja, es war festgefahren und genau das geht eben raus, indem du dich nämlich veränderst, ja, und das wird passieren und du wirst hier auch eine klare Entscheidung treffen, ja, du konntest vielleicht keine Entscheidung treffen, du hast immer hin und her geeiert, ja, und das merke ich jetzt oder das spüre ich hier ganz genau, dass das nämlich aufhört, das ist richtig gut. Weil du hier was erkennst, das ist der Wahnsinn. Das sind echt coole Karten. Ja, auch deine Härte geht raus, ne? Also Königin der Schwerter ist auch so eine Geschichte. Da geht deine Strenge, deine Härte raus. Das, was du alles erlebt hast, ja, daraufhin warst du vielleicht auch festgefahren. Daraufhin konntest du dich vielleicht auch auf die Liebe nicht einlassen, ja? Oder es waren irgendwelche Dinge. Wie gesagt, du konntest keine klaren Entscheidungen treffen, du konntest nicht klar kommunizieren, das geht raus, ja, du wirst klar kommunizieren können, du wirst auch deine Härte, deine Strenge, die wird sich immer mehr auflösen, du wirst einfach zu der Herrscherin, ja, ich kann es jetzt nicht anders sagen, die trägt halt alle vier Elemente in sich. Du bist auch vielleicht jemand, die sehr im Kopf war, die ständig auch im Kopf gefangen war, auch das geht tatsächlich raus, was ich hier reinbekomme und du wirst wieder emotionaler, du wirst wieder offener für deine Umwelt, ja, du bist vielleicht auch wieder offen für neue Menschen, dass du sie kennenlernst und so weiter und so fort. Also ich sehe hier, dass hier grundsätzlich dieses, ich distanziere mich mal von allem, ich distanziere mich vielleicht auch komplett von der Liebe, das geht raus, ja. Du wirst, wie gesagt, hier Optionen haben, vielleicht sogar mehrere, weil wir haben hier auch wieder diese Entscheidung, ja, und du wirst ganz genau wissen, deine Intuition wird dich leiten. Du bist auch als die Herrscherin, bist du beschützt, ja, vom Universum. Also das, was die Karten dir hier sagen wollen, ist einfach nur, bitte höre auf deine Intuition, wenn du wieder auf diesen Mann triffst, ja. Der eben auch nicht bereit ist, du wirst ja merken, ne, wenn er halt diesen Modus wieder hier an den Tag legt, also bei der Herrscherin kommt er da halt nicht mit weit, das, ja, da kann er halt machen, was er will, aber wenn dieser Mann diesen Modus hier wieder einlegt und sich verteidigt und nichts einsieht, ja, und dir vielleicht sogar noch die ganze Schuld in die Schuhe schiebt und du merkst ganz genau, hier zeigt einer sein wahres Gesicht nicht, ja, was willst du denn mit so einem Menschen? Ja, der bringt dich ja nichts und du als Herrscherin, ganz ehrlich, du hast auf so eine Sachen, hast du A, gar nicht nötig, auch wenn das jetzt arrogant klingt, aber du hast es einfach nicht nötig. Ja, weil du hast ja auch mehrere Möglichkeiten oder du wirst mehrere Möglichkeiten haben, definitiv.
Ja, und dieser Mensch hat hier was zu lernen, ja, und vielleicht bist du auch dafür da, dass er es lernt. Also ihr seid euch nicht ohne Grund begegnet, ja, es gibt immer Lernaufgaben und das nehme ich hier auch ganz stark so wahr, tatsächlich. Wir fragen jetzt nochmal die Engel der Liebe, was die dazu sagen. Was sagen die Engel der Liebe? Erstmal möchte ich wissen, was kommt. Ja, gib dir Mühe. Große Liebe ist es wert, dass du deiner inneren Führung folgst und entsprechende Schritte unternimmst. Das ist das, was ich eigentlich schon gesagt habe. Es ist wirklich so, dieser Mensch muss sich Mühe geben. Der muss diesen Modus verlassen. Das ist seine Lernaufgabe. Er muss erkennen, was du für diesen Menschen bist oder es dir zumindest zeigen. Ja, und der soll sich eben Mühe geben. Und wenn er das nicht tut, dann hat er bei der Herrscherin sowieso schlechte Karten. Das ist einfach so. Und hier ist es auch nochmal, folge deiner inneren Führung, ja? Also ganz, ganz wichtig, höre auf auf dein Bauchgefühl, ja? Also heute ist echt der Wurm drin mit meinen Karten. Leute, ich weiß nicht, ich glaube, es liegt am Wetter, aber irgendwie fliegen alle Karten. So. Ja, hier geht es darum, befreie dich. Es ist Zeit, die Kontrolle über dein eigenes Leben zurückzuholen. Und genau das tust du. Und das ist so geil. Du wirst dich befreien. Es geht jetzt auch. Also ne, du gehst aus diesem Knast raus, was ich ja schon gesagt habe. Du befreist dich hier. Und das ist echt der Wahnsinn. Und das ist auch was richtig, richtig Schönes. Und im Unterdeck haben wir noch sich gegenseitig kennenlernen. Indem ihr euer innerstes Wesen enthüllt, vertieft sich eure Verbindung. Und genau das ist das, was ich gesagt habe. Er muss diese Fassade ablegen. Er muss checken, was du für eine Frau bist. Ja, du bist hier eine Traumfrau. Die Herrscherin ist eine Traumfrau. Der macht man auch nichts vor. Ja, ganz einfach, das ist so. Und wie gesagt, du hast auch einen heißen Draht nach oben, wie gesagt. Ja, das seht ihr hier auch auf der Karte. Und du hast hier Führung, du bist beschützt, mach dir keine Sorgen. Und genau, ja, es ist wichtig, dass du dir auch für dich selbst, wie gesagt, es kann auch sein, dass du jetzt sagst, nee, ich habe keinen Bock mehr, auch generell auf Liebe, ja, ich treffe mich, ich date mich und so, aber ich genieße es einfach so, ja, und dann höre da aber auch auf deine Führung, ja, denn ich glaube schon, dass es sich hier lohnen könnte, wenn dieser Mensch was begreift, ja, dass hier was Schönes entstehen könnte. Wie es dann weitergeht, werden wahrscheinlich die nächsten Orakel uns zeigen. Ich will noch mal hier schauen, was hier kommt. Ja, Gefühle fließen wieder. Das ist das, was kommt. Und du wirst auch, wie gesagt, du wirst auch neue Hoffnung bekommen. Okay, was kommt noch? Oh. Der Charme, Leidenschaft, Anziehungskraft, Erotik, Attraktivität, Affäre. Also wie gesagt, dass du dich auf eine Affäre einlässt, glaube ich nicht. Also ich sehe das so, dass dass du vielleicht, klar, wenn du jetzt der Typ dafür bist, dann du wirst das tun, was dir gefällt. Das wirst du tun. Wenn es die sexuellen Abenteuer sind, dann wirst du die auch tun, ja? Ich sehe nur hier, genau das geht eigentlich raus, ja? Also du wirst vielleicht auch jemanden kennenlernen, wo du eine starke oder anders, du wirst wieder diese starke Leidenschaft in dir spüren, ja? Vielleicht auch für neue Dinge, für einen neuen Menschen. Oder es ist eben so, dass diese Gefühle können wieder fließen zwischen euch, vielleicht auch, weil es hier diese Unstimmigkeiten gab, die man vielleicht auch geklärt hat, sofern er es begriffen hat, dass er sein Schutzschild ablegt. Wenn er das natürlich nicht getan hat, dann wird es schwierig, dann muss man vielleicht noch eine Runde drehen oder wie auch immer. Ja, und es gilt auch für dich, dass du diesen Prozess beeinflussen kannst, indem du eben zu der Herrscherin wirst. Und das sehe ich auch, dass du das entweder jetzt, wie gesagt, schon bist oder du wirst es jetzt. Und du bist anziehend auch für andere.
Ja, das ist auch nochmal diese Karte, die das bestätigt. Und du hast hier wieder große Hoffnung, dass du hier was Tolles kennenlernst. Das kriege ich hier so rein. Was geht? Was geht? Ist der Seelenpartner okay? Ja, also ich glaube einfach, dass hier Lernthemen rausgehen. Ja, du hast hier was gelernt, hier wird ein Lernthema abgeschlossen. Das ist das, was uns die Karte sagen will. Es kann auch sein, dass du dich tatsächlich gegen deinen Seelenpartner entscheidest. So, wir haben die Ganesha noch, Gott der Weisheit und der Wissenschaften, Setzer und Beseitiger von Hindernissen. Also, was ich hier wirklich reinkriege, ist, hier gehen diese Hindernisse raus. Du kommst hier auch in die Herzheilung, ja. Also, du hast vielleicht lange dran gearbeitet und ich habe auch das Gefühl, dass du eine Verbundenheit zu einem Menschen tatsächlich. Ja, so ein Stück weit, du hast dich gelöst, ja. Also du hast hier auch Themen gelöst, was ich hier wirklich reinbekomme. Hier geht es um Herzheilung, um Lernthemen, die abgeschlossen ist. Und das hat etwas mit deinem eigenen Prozess zu tun. Das ist hier Transformation zur Herrscherin. Das ist das, was ich hier reinkriege. Gut, schauen wir nochmal auf die Sternzeichen. Welche Sternzeichen sind hier wichtig? Wir haben hier Krebs, wir haben hier Wassermann, wir haben hier Fische, wir haben die Schütze, Zwillinge, Steinbock und im Unterdeck ist noch der Widder gefallen. Das sind die Sternzeichen, die hier mit in Resonanz gehen können. Sie können passen, müssen aber nicht passen. Es kann auch dein Reading sein, wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist oder das deines Gegenübers, ja. Und genau, damit beende ich jetzt auch das Reading. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Da freue ich mich riesig drüber. Und an der Stelle sage ich euch nochmal schnell. Für alle, die es noch nicht wissen, dass es die WhatsApp-Gruppe gibt, dass man mich halt auch persönlich kontaktieren kann. Die Nummer findet ihr in der Kanalinfo an dieser Stelle. Ich mache keine persönlichen Legungen und es geht einfach nur um den spirituellen Austausch oder auch um den Austausch mit anderen. Also wenn ihr Interesse habt, meldet euch gern und ja, ich sage jetzt Tschüssi, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Orakel.